Jetzt gehe ich einfach mal live. Die Idee ist eigentlich, dass ich jetzt heute Morgen mit euch zusammen in der Bibel lese. Ich lese ja jeden Morgen in der Bibel. Ich stehe sehr früh auf. Ich stehe ungefähr um 5.15 Uhr geht mein Wecker, normalerweise sehr früh. Meine Frau schläft dann jeweils noch weiter. Und dann dusche ich mich und gehe ins Büro. Und dann habe ich eigentlich so normalerweise von 6 Uhr bis 8 Uhr nehme ich mir einfach Zeit, um in der Bibel zu lesen, im Wort Gottes zu studieren. Ich fange eigentlich das Bibelstudium immer so an, dass ich Gott bitte, Gott, rede du jetzt zu mir direkt in mein Herz hinein. Und dann in diesen 2 Stunden, wo ich einfach Zeit mit Gott verbringe, da redet Gott wirklich direkt zu mir. Er redet in meine Situation hinein, er ermutigt mich, er stärkt mich, er korrigiert mich aber auch, bringt mich zurück auf den richtigen Weg, wenn ich irgendwie falsch abgebogen bin. Und und dann bete ich auch immer, Gott, gib mir etwas, das ich weitergeben kann, etwas, das ich anderen Menschen weitersagen kann, etwas aus deinem Wort, aus der Bibel. Und heute hatte ich einfach den Eindruck, ich soll mich noch kurz live schalten und mit euch zusammen, mit dir zusammen, einen Abschnitt in der Bibel lesen. Ich habe das jetzt hier hinten eingeblendet. Und zwar möchte ich mit dir zusammen Johannes 1 lesen. Johannes, das ist ja, also die Bibel, die besteht ja aus 2 Teilen, aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Das Alte Testament, das ist der Teil, die Geschichte von Gott mit uns Menschen, bevor Jesus auf die Erde kam. Das Neue Testament, das fängt damit an, Jesus Christus kommt auf diese Erde, diese Zeitenwende, die da geschehen ist. Und es fängt an mit 4 Biografien von Jesus. Also 4 Leute, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die erzählen von Jesus Christus. Sie sind entweder Augenzeugen oder waren sehr nahe mit dabei, kennen Leute sehr gut, haben das gut recherchiert. Und sie erzählen einfach, wer Jesus war, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, was ihm wichtig war, was seine Lehren waren. Und man muss ja auch einfach sagen, diese Bibel, dieses Wort Gottes, das ist ja nicht einfach nur irgendein Buch, sondern dieses Buch, das ist das meistverkaufteste Buch auf der ganzen Welt. Es gibt kein Buch, das so viel mal gelesen wurde, verkauft wurde, Herr der Ringe oder so, das an zweiter Stelle kommt, so von den meisten verkauften Büchern, da kannst du noch ein paar Nullen abziehen. Also dieses Buch wurde in x Sprachen übersetzt, hunderte von Millionen Exemplaren gingen schon über den Ladentisch. Und von daher echt eine Bildungslücke, wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast. Und deshalb dachte ich mir, lass uns da mal miteinander reinschauen. Wie gesagt, wir gehen ins Neue Testament, also an den Ort, wo Jesus auf die Erde kam. Und wir lesen im Johannesevangelium. Das ist die Lebensgeschichte von Jesus, aufgeschrieben von Johannes. Johannes war einer der engsten Jünger von Jesus. Jesus hatte ja so 12 Jünger, Leute, Schüler, Lehrlinge, könnte man sagen, die er sehr nahe an sich rangenommen hat. Und Johannes war sein Nahestehendster eigentlich, neben dem Petrus und dem Jakobus. Das waren richtig Buddies. Also der Johannes hat sich auch selbst bezeichnet als der Jünger, den Jesus liebte. Genau. Der Johannes, der ist so ein bisschen ein Poet, scheint mir. Also wenn man so im Johannesevangelium liest, das ist ziemlich poetisch. Anders als zum Beispiel das Markus-Evangelium. Der Markus, der schreibt eher so einfach nur die Stories auf, die krassen Wunder, die Jesus gemacht hat. Mehr so ein bisschen Bild-Zeitung-Style, würde ich jetzt mal sagen, hat der Markus. Dann der Matthäus, das Matthäus-Evangelium, der schreibt mehr so aus jüdischer Perspektive. Also der schreibt so, der geht davon aus, die Leute, die das lesen, das sind Leute, die sich im jüdischen Kulturkreis auskennen, in der jüdischen Religion. Und dann gibt es ja noch den Lukas, der ist auch sehr spannend, das war ein Arzt. Und spannenderweise, der Lukas, immer wenn der schreibt in seinem Evangelium, dann geht der besonders auf die Krankheiten ein, ne? Also die Jesus geheilt hat. Wenn der Markus einfach schreibt, Jesus hat einen Gelähmten geheilt, dann erklärt der Lukas noch, wie lange der schon gelähmt war und alles. Ne? Typisch Arzt, der macht da so ein bisschen Diagnose. Aber der Johannes, eben wie gesagt, ich vermute, das war ein gebildeter Mann, intellektuell, auch wenn man seine Texte liest. Der hat sich wirklich sehr gut ausgedrückt. Ja,
auch wenn er eigentlich nur Fischer war. Genau. Und wir, deswegen hört sich das auch so ein bisschen intellektuell an. Wir starten da mal rein und ich erkläre dir das Schritt für Schritt, was da gemeint ist aus meiner Sicht. Aber wie ich das immer mache, wenn ich in der Bibel lese, werde ich zuerst noch beten und wenn du jetzt mitliest, dass Gott auch zu dir redet. Okay? Weil das wollen wir doch, das erwarten wir, dass wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott zu uns spricht. Okay. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Bibel hinterlassen hast, dass wir nicht irgendwie einfach hier auf dieser Erde sind und so ein bisschen vor uns hinwurschteln müssen und nicht so recht wissen, was du von uns willst. Ja, danke, dass du uns so klare Anweisungen gegeben hast für unser Leben in der Bibel. Und ich bitte dich jetzt, wenn wir zusammen in der Bibel lesen, ich bitte dich, dass du zu uns redest. Ich bitte dich, dass du unsere Herzensohren öffnest. Ich bitte dich, dass du unser Herz weich machst, dass du, ja, da wo wir jetzt vielleicht noch stolz sind und irgendwie so mit einem Nasenrümpfen auf die Bibel reagieren, ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, ein weiches Herz zu haben, weil, ja, das sagst du ja selbst in deinem Wort, dass du den Stolzen widerstehst, aber dass du dich den Demütigen in deiner Liebe zuwendest, ja, und da bitten wir dich einfach, wende dich uns zu, wenn wir jetzt in der Bibel lesen. Amen. Amen. Okay. Lass uns reinsteigen. Wir fangen an mit Markus 1. Ihr seht es im Hintergrund, ich habe es eingeblendet. Das fängt folgendermaßen an. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Ja, das fängt ja schon sehr poetisch an. Ne? Dazu muss man wissen, das Wort, dieses Neue Testament übrigens, das wurde auf Griechisch geschrieben und Griechisch war damals die Weltsprache, auch wenn Hebräisch in Israel eigentlich war jetzt vielleicht eher die Amtssprache oder die sakrale Sprache, nee, nicht die Amtssprache, die sakrale Sprache, so die Kultussprache. Aber weil das lag daran, dass das Alte Testament in Hebräisch geschrieben war, aber das Neue Testament hat man dann in Griechisch geschrieben, weil eben alle haben Griechisch gesprochen. Das war die Weltsprache. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht zu weit abschweife. Es war zwar damals so, dass die Römer den gesamten Erdkreis eigentlich, bekannten Erdkreis, wenn man so will, wie sie das gesagt haben, haben die Römer beherrscht. Aber vorher waren es die Griechen. Also vor die Römer kamen, waren es ja die Griechen. Alexander der Große zum Beispiel. Und die Römer haben ja dann die Griechen besiegt und haben die versklavt. Aber interessanterweise, die Römer waren ja vor allem so raue Kämpfertypen. Und die haben dann die Griechen als Sklaven genommen. Und die Griechen waren wirklich gebildet und intellektuell und so. Und witzigerweise haben dann diese Sklaven, also da war irgendeine römische Familie, also das ist nicht witzig natürlich, dass die Sklaven hatten, aber eine römische Familie, die hatte dann vielleicht einen Arzt als Sklaven, eben so einen Griechen oder ein Professor oder irgendwie sowas. Und diese griechischen Sklaven, die haben diese Römer, ihre römischen Herrscher so sehr geprägt, dass ziemlich bald das ganze römische Reich griechisch getickt hat. Sogar die Sprache war dann schlussendlich griechisch. Also ist so eine Nebenbemerkung. Genau, aber jetzt nochmals zurück zu Johannes 1. Am Anfang war das Wort, steht hier, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Ja, dieses, das, wie gesagt, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben und dieses Wort, das hier auf Wort übersetzt wird. Am Anfang war das Wort, das heißt in Griechisch Logos. Und Logos steht eigentlich für die Wahrheit, die Weisheit, das Wissen der gesamten Menschheit. Genau, und was hier eigentlich Johannes zum Ausdruck bringen will, ist die Weisheit, das Wissen, die übernatürliche, nicht künstliche Intelligenz, die war bei Gott. Und diese Wahrheit, diese Weisheit, dieses Wort, dieses Logos war Gott selbst. Also Gott ist nicht einfach nur ein Zuschauer, irgendeiner, der am Rand der Weltgeschichte steht, sondern Gott ist der Schöpfer. Er ist derjenige, der ganz am Anfang war. Hier steht es auch, von Anfang an war Logos, war Weisheit, war das bei Gott und Gott war das selbst. Ne? Und alles wurde durch diese Weisheit, durch dieses Wort geschaffen. Nichts ist entstanden ohne das Wort. Das ist hier einfach schon mal so ein krasses Statement
gegen diese irre Vorstellung, dass diese Erde einfach so zufällig entstanden ist, dass da einfach irgendwann mal ein Knall war im Universum und dann entstand so komplexes Leben, wie wir das jetzt hier heute sehen. Leute, ich gebe euch einfach ein Beispiel, warum das nicht sein kann. Ich habe ja 3 Kinder und eine Ehefrau. Die Kinder sind mittlerweile Teenager. Und ich meine, die Realität ist einfach, wenn wir einfach alles dem natürlichen Lauf überlassen, dann haben wir in der kürzester Zeit ein riesen Chaos zu Hause. Ordnung haben wir nur, wenn wir alle zusammentrommeln und sagen, jetzt nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit und räumen unsere Wohnung auf. Jeder Gegenstand kommt wieder an den Ort, wo er hingehört, an seine Heimat. Wir sagen immer, jeder Gegenstand muss eine Heimat haben. Und Ordnung, das ist einfach eine Realität. Ordnung entsteht nicht zufällig. Nie. Also das widerspricht einfach den Naturgesetzen, es widerspricht auch der Logik, es entspricht auch den Erfahrungen, die jeder Mensch hat. Nichts entsteht einfach zufällig, nur das Chaos. Das Chaos entsteht automatisch und Ordnung muss gemacht werden. Und so war das auch bei der Schöpfung der Welt. Die ist nicht einfach zufällig entstanden. Zufällig wäre nur Chaos entstanden, aber so eine komplexe Schöpfung mit so wunderbaren Menschen, mit so alles, was so komplex ist, die ganze Natur, die Tiere, die Harmonie, der Erde, wie das alles zusammenspielt und wie da nur ein kleinster Faktor anders sein müsste und alles würde auseinanderbrechen. Also da zeigt einfach, da steckt ein Schöpfer dahinter. Da steckt ein Logos dahinter, da steckt eine Intelligenz dahinter und zwar keine künstliche, sondern eine übernatürliche Intelligenz. Und das ist das, was Johannes hier in der Bibel, in Johannes 1 zum Ausdruck bringen will. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen, durch Logos geschaffen, durch Gott geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. So. Also, das ist der Einstieg bei Johannes, schon sehr, sehr intellektuell. Ne? Jetzt gehen wir da einen Schritt weiter. In Vers 4 steht, in ihm, also in Gott, in Logos, im Schöpfer, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dieser Text hier ist das. Also das finde ich auch eine wirklich unglaublich tiefe Weisheit, eine unglaublich tiefe Wahrheit hier in diesem Bibeltext. In Gott war das Leben, ist das Leben und dieses Leben ist das Licht für alle Menschen. Ja, wenn Gott ja der Schöpfer des Lebens ist, wenn er derjenige ist, der alles gemacht hat, dann ist er auch derjenige, der es nicht nur gemacht hat, sondern derjenige, durch den auch alles besteht. Das glaube ich ganz fest. Dass alles, was wir hier auf dieser Erde sehen, wird von Gott zusammengehalten, von seiner Kraft, von seinem Logos, von seinem Leben. Dass er ist derjenige, der das Leben nicht nur geschaffen hat, sondern er ist auch derjenige, der das Leben erhält. Also wir Menschen, wir bestehen nur, weil Gott das will. Du, der du jetzt hier zuschaust, du lebst und atmest und denkst und handelst nur, weil Gott das will. Und weißt du, für Gott bist du nicht einfach irgendwie ein fernes Wesen. Für Gott bist du nicht einfach ein Zufallsprodukt. Du bist nicht einfach nur ein bisschen Sternstaub. Nicht einfach nur eine kleine Nummer in einem riesigen Universum. Nein, Gott wollte dich. Er hat dich geschaffen. Und er hat dich nicht nur geschaffen, sondern er erhält dich auch am Leben. So ist das. Er kennt dich durch und durch. Er hat jedes Haar auf deinem Kopf gezählt. Er hat schon, als du noch im Bauch deiner Mutter drin warst, so sagt es uns die Bibel, hat er schon einen Plan für dein Leben gehabt. Er hat schon jede Seite deines Lebens, hat er schon aufgeschrieben und wusste schon, was er mit dir vorhat. Er hat große Pläne mit dir. Er liebt dich von ganzem Herzen und er möchte nichts mehr, als einfach mit dir verbunden zu sein. Weißt du, das ist auch unsere Berufung, die wir Menschen haben, wir sind dazu berufen, mit Gott verbunden zu sein. Wir sind dazu berufen, eine innige Liebesbeziehung zu Gott zu haben. Ja, also wieder zurück zum Bibeltext. In ihm, also in Gott, war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Das ist doch eine Realität. Wir Menschen
wir sehnen uns und wir suchen nach dem Licht. Ist es nicht so? Also deswegen sagt man ja auch, du wirst erleuchtet. Deswegen suchen ja auch alle Religionen nach Erleuchtung. Ist es nicht so? Wir Menschen, wir sehnen uns nach Licht. Wir wohnen hier in Hamburg und in Hamburg ist es so, die Winter sind unglaublich lang. Also gefühlt fängt es jetzt dann an, also so ab Oktober nehme ich meine Winterjacke wieder raus und dann wird es sehr schnell dunkel, sehr früh und dann ist gefühlt bis morgens um 9 Uhr einfach Nacht und dann ab 16 Uhr ist wieder stockdunkel und das ist so belastend, finde ich, hier dafür. Das Gegenteil, der Sommer ist dann wunderbar, da sind die Tage unglaublich lang, das ist halt, weil wir so hoch im Norden wohnen. Aber da merke ich es immer wieder im Winter. Wir Menschen, wir sehnen uns nach dem Licht. Einerseits nach dem natürlichen Licht, wir sehnen uns nach der Sonne, nach Helligkeit. Aber auch in unserem Geist sehnen wir uns nach Licht. Und wenn Dunkelheit in unserem Leben ist, wenn Finsternis in unserem Leben ist, dann geht es uns nicht gut, dann geht es uns schlecht. Und hier dieser Bibeltext sagt, Gott ist das Licht für alle Menschen. Gott ist das Licht. Also, und dann heißt es hier im Vers 5, Gott leuchtet in der Finsternis und die Finsternis kann Gott nicht auslöschen. Das ist eine faszinierende Analogie, ein faszinierender Vergleich, finde ich. Schau, wenn du in einen dunklen Raum reinkommst, es ist stockdunkel, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, du erwachst in der Nacht. Gerade als Kind hat man das ja noch häufig, du erwachst und es ist stockdunkel und du weißt nicht, wo du bist. Vielleicht, weil du gerade an einem neuen Ort schläfst oder so. Dann braucht es nur den kleinsten Funken Licht und die Finsternis muss weichen. Das Licht muss nicht mal so groß sein. Also du musst nicht den riesen Scheinwerfer einschalten. Es reicht auch schon, wenn du nur ein Feuerzeug anzündest, ein Streichholz anzündest. Und so, das ist ein Prinzip, ein naturwissenschaftliches Prinzip. Wenn Licht kommt, muss Finsternis weichen. Sofort. Finsternis hat keine Chance gegen das Licht. Und das ist nicht nur ein Naturprinzip, ein Prinzip der Naturkräfte, sondern das ist auch ein übernatürliches Prinzip, auch ein Prinzip, das für deine Seele gilt, das auch für das Übernatürliche gilt. Wenn Dunkelheit in deinem Leben ist und wenn dann Gott in dein Leben hineinkommt, dann muss diese Finsternis weichen. Von einem Moment aus dem anderen muss die Finsternis weichen, weil das Licht einfach stärker ist. Und das bringt dieser Bibeltext hier zum Ausdruck. Gott leuchtet in der Finsternis und die Finsternis, die hat ihn nicht auslöschen können. Ja, und jetzt wird's spannend. Also das ist mal so die Einführung von Johannes. Wie gesagt, Johannes, der beste Freund von Jesus, der hier die Lebensgeschichte von Jesus aufgeschrieben hat in der Bibel. Fängt an damit, dass er sagt, weißt du, Gott hat alles geschaffen. Am Anfang war das Wort, er ist die Weisheit, er ist derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Ups. Und dann sagt er, nichts entstand, ohne dass Gott es gewollt hat. Also das zeigt, dass wir durch Gott leben. Und dann sagt er, in Gott ist das Leben und dieses Leben ist das Licht für alle Menschen. Ja, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. So führt Johannes das ein. Gut, jetzt gehen wir weiter. Jetzt sagt er hier, Gott schickt einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Das war er nicht selbst übrigens. Da gibt es zwei Johannes, das führt manchmal so ein bisschen zu Verwirrung. Aber es gibt den Johannes den Täufer, das ist so ein Mann, der hat... Der war ein Essener, vermutet man. Also das heißt, das war einer, der hat sich zurückgezogen aus der Welt. Ein Mönch eigentlich. Und dieser Johannes, der wahrscheinlich lebte, der so in einem Essener-Kloster und hat einfach darauf gewartet, dass der Messias kommt. Die Menschen damals haben ja alle darauf gewartet, dass der Messias kommt. Und der Johannes hat sich so zurückgezogen. Und dann, als er angefangen hat zu wirken, dann war der wirklich so mit Kamel, mit so einem Fellkamelhaar bekleidet. War so ein richtig rauer Typ. Hat ein Seil um seine Hüften gebunden, ein Gürtel, es heißt, er hat sich von Honig ernährt und von Heuschrecken. Ja genau, das war der Johannes. Und der Johannes war ein Bußprediger, also der hat gepredigt, Leute, kehrt um von euren falschen Wegen. Ihr lebt nicht so, wie es Gott gefällt. Macht euch bereit, der Messias kommt.
Er hat eigentlich Jesus angekündigt. Er war auch der Cousin von Jesus übrigens, das so als Nebenmessage. Also, und hier derjenige, der aber diesen Bibeltext schreibt, das war der Johannes, der Jünger von Jesus, der Spätere. Das ist nicht er. Aber eben, er schreibt hier, Gott schickt einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß, Johannes der Täufer. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Also die Botschaft von Johannes war es, den Leuten die Augen zu öffnen für Jesus, die Leute hinzuweisen auf Jesus. Ich finde gerade auch in diesem Satz ist eine tiefe Wahrheit drin. Wir Menschen, wir sehr oft ist unser Blick irgendwie nicht auf Gott gerichtet, sondern auf unseren Alltag, auf unsere Probleme, die wir vielleicht haben, auf der Arbeit oder in unseren, oder unser Blick ist auf unsere Beziehung gerichtet, vielleicht auf unsere, sind wir verliebt in irgendeine Frau oder einen Mann oder wir sind, oder wir haben Beziehungsprobleme oder ja, sehr oft irgendwo unser Blick, der kümmert sich meistens so um die Probleme des Lebens, um unsere Herausforderungen, die wir haben, oder wir werden, oder unser Blick wird getrübt, weil wir die ganze Zeit einfach nur Spaß suchen, weil wir uns ablenken, weil wir am Abend nach dem Arbeiten nach Hause kommen, nur die Glotze, in die Glotze reinschauen, oder weil wir vielleicht von Party zu Party gehen, immer irgendwie besoffen sind oder auf Drogen sind oder so, selten nüchterne Momente haben. So ist unser Blick irgendwie gar nicht auf Gott gerichtet und wir können unser ganzes Leben leben, ohne uns wirklich die wichtigen Fragen im Leben zu stellen, nämlich woher komme ich, warum lebe ich und wohin gehe ich. Ne? Und, ja, und dann gibt es manchmal einfach solche Leute, die öffnen uns die Augen für Gott, die reißen uns vielleicht so ein bisschen aus unserem Trott raus und machen uns auf Gott aufmerksam. Und Johannes war so jemand, lesen wir hier, sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Solche Leute sind manchmal unangenehm. Der Johannes der Täufer war unangenehm. Der hat, das war nicht so ein Barack Obama mit irgendwie mit einer perfekt geschliffenen Rhetorik, der everyone's darling war, sondern das war vielleicht eher irgendwie so ein Donald Trump, also ohne das jetzt politisch irgendwie zu werten, also so ein ungehobelter Typ, irgendwie so ein bisschen ein Mann mit Ecken, der angestoßen ist. Es müssen manchmal auch solche Leute sein, um den Menschen die Augen zu öffnen. Ja, genau. Und der Johannes war so jemand. Und vielleicht kennst auch du solche Leute. Wer ist dein Johannes, der dir die Augen öffnet für Gott, der dich irgendwie aufschrecken lässt aus deinem Trott, in dem du bist, so dass du plötzlich dir mal Gedanken machst, ja stimmt, könnte es sein, dass es einen Gott gibt? Könnte es sein, dass ich heute sterbe? Könnte es sein, dass ich dann nicht bereit bin, vor Gott zu treten? Könnte es sein, dass ich die Ewigkeit dann verloren gehe? Könnte es sein, dass es tatsächlich eine Wahrheit gibt, die ich noch nicht erkannt habe? Ja, und der Johannes, war so ein Mensch. Und überleg dir doch mal, wer ist so ein Mensch für dich? Also vielleicht ist das die Person, wenn du am Morgen durch die Fußgängerzone läufst und jemand predigt das Evangelium oder hält so ein Schild hoch, irgendwie irgendwas von Gott oder so. Vielleicht ist so jemand, der ist dir gar nicht sympathisch, aber er schreckt dich auf, lässt dich nachdenken. Vielleicht ist es so ein Gabriel, der dir irgendwo im Livestream begegnet am Morgen, wenn du im Zug sitzt und auf dem Weg zur Arbeit bist und irgendwie schon wieder einfach dich nur ablenkst mit irgendwelchen nichtigen Dingen. Vielleicht ist es so jemanden. Und da möchte ich dich ermutigen, dann hör doch mal genau hin. Nimm dir die Zeit, weil ich meine, auf TikTok hörst du auch genau hin, auf TV hörst du auch genau hin. Die erzählen so viel Mist. Vielleicht lohnt es sich einfach mal, auf so einen Johannes den Täufer, ihn immer zuzuhören. Mal ein weiches Herz zu haben, mal die Augen zu öffnen, mal aus diesem Trott auszubrechen und mal hinzuhören. Ja, genau. Johannes der Täufer, sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Ja, jetzt habe ich schon im Eingang gesagt, Gott ist das Licht. Gott ist das Wort, ne, haben wir gesehen. Er ist Logos, er ist die Erkenntnis, die Weisheit, er ist der Schöpfer, der alles geschaffen hat. Und jetzt hat Johannes die Menschen auf Gott hingewiesen. Aber
Es geht noch einen Schritt weiter. Hier steht nämlich, Johannes selbst war nicht das Licht, also er hat nicht auf sich hingewiesen. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Es gibt ja vielleicht auch manchmal Prediger oder irgendwie Leute, die dir irgendwie was Religiöses oder so verkaufen wollen, aber denen geht es eigentlich nur um sich. Die wollen vor allem sich groß machen, ne? Und die weisen auf sich hin. Da wäre ich immer skeptisch. Johannes, der war nicht selbst das Licht. Er wollte oder er sollte nur ein Zeuge sein für das kommende Licht. Das wahre Licht ist der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Wow, jetzt wird's spannend. Offensichtlich sollte da ein Licht in die Welt kommen oder kam da oder kommt da ein Licht in die Welt. Das wahre Licht ist in die Welt gekommen, um uns Menschen Licht zu bringen. Und ich denke, auch hier eine tiefe Wahrheit drin. Wenn du in diese Welt hinausschaust, wir Menschen brauchen Licht. Habe ich vorhin schon gesagt, dort, wo das Licht hinkommt, muss die Finsternis weichen. Schalte nur mal den TV ein. Ich denke, das muss ich euch jetzt nicht erklären. Schalte nur mal den Fernseher ein und du siehst, in welcher Finsternis wir uns als Menschheit befinden. Wie krass es uns im Moment geht. Wir befinden uns ja wirklich in unglaublich turbulenten, in unglaublich unruhigen Zeiten in der Weltgeschichte. Ich habe kürzlich ein Interview gehört von einem alten Bundespräsidenten der Schweiz, ungefähr 80 Jahre alt. Ich meine, der Typ hat richtig viel erlebt in seinem Leben. Und er hat gesagt, er hat in seinem ganzen Leben noch nie geopolitisch eine so unruhige Zeit erlebt wie jetzt. Es gibt zum Beispiel, vielleicht hast du davon auch schon gehört, diese Doomsday Clock. Das ist eine Uhr, die anzeigen soll, wie nahe die Menschheit an der Apokalypse steht oder am Weltuntergang steht. Und das ist jetzt nicht eine Uhr, die irgendwie einer Verschwörungstheorie entsprungen ist oder eine Uhr, die irgendwie aus einem Science-Fiction-Film ist, sondern diese Uhr, die gibt es wirklich. Die wurde 1947 eingerichtet, so als der Kalte Krieg begonnen hat, und wird bis auf den heutigen Tag von einem Gremium von hochdotierten Wissenschaftlern und Experten, viele von denen sind Nobelpreisträger, diese Uhr wird immer wieder neu eingestellt. Und diese Uhr, die zeigt, wie nahe die Menschheit eigentlich an einer globalen Katastrophe ist, die das Potenzial hat, die ganze Menschheit zu vernichten. Wenn der Zeiger auf Null steht, dann ist Mitternacht, dann ist Feierabend eigentlich. Und 2023 und 2024 haben diese Wissenschaftler diese Doomsday Clock, diese Weltuntergangsuhr, auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt, anderthalb Minuten vor Mitternacht. Eine unglaubliche Warnung, nicht einfach wegen der Klimakrise, sondern wegen ganz vielen Sachen, ne? Besonders auch der Gefahr eines atomaren Krieges und so weiter. Und das ist ja wirklich bedrohlich. Wenn man den TV einschaltet, ja, dann kann man wirklich Angst kriegen. Und das ist auch das, glaube ich, die Situation, als Johannes gelebt hat, war ziemlich eine ähnliche. Auch geopolitisch kann man diese Situation ziemlich vergleichen, auch mit der heutigen Zeit. Und die Menschen damals, aber auch die Menschen heute, die leben eigentlich in der Finsternis. Es ist dunkel um uns herum. Wir, so ein bisschen wie in der Corona-Zeit, wir tappen im Nebel. Wir stochern im Nebel. Wir wissen nicht so recht, geht's jetzt hier lang? Ist das der richtige Weg? Geht's hier lang? Was müssen wir tun? Es fehlen die Leute, die uns sagen, jetzt machst du den Schritt und dann kommt's gut. Ne, wir befinden uns in der Finsternis. Einerseits politisch, wir befinden uns aber auch in der Finsternis. Gesellschaftlich im Umgang miteinander, tiefe Gräben, gesellschaftliche Gräben. Man spricht nicht mehr mit der anderen Seite. Man verteufelt und dämonisiert die Leute, die eine andere Meinung haben als man selbst. Es ist Dunkelheit, aber auch in ganz vielen Herzen drin. Also wenn ich mit Menschen rede, wenn ich die Nachrichten lese, die Kommentare, die mir geschrieben werden, Nachrichten, die mir geschrieben werden, oder auch einfach, wenn man sich auf der Straße umhört, wenn man Stories hört, es ist so viel Dunkelheit in den Menschen drin. So viel Herausforderung, so viel Beschwerde. Und hier kommt die gute Nachricht. Hier in der Bibel, in Johannes 1, erzählt Johannes, das wahre Licht ist der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Von wem erzählt Johannes hier?
Johannes erzählt hier von Jesus Christus. Johannes war nämlich derjenige, das haben wir vorhin gelesen, der die Menschen auf Jesus Christus aufmerksam machen sollte. Das heißt er hier, obwohl Jesus in diese Welt kam und in dieser Welt lebte, erkannten ihn die Menschen nicht. Es heißt hier, obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Also Jesus musst du dir folgendermaßen vorstellen. Es gibt einen Gott. Es gibt ja oft Muslime, die uns den Vorwurf machen, uns Christen, dass wir an viele verschiedene Götter glauben. Aber das stimmt nicht. Wir Christen, wir glauben an einen einzigen Gott. Denn das ist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott, der zeigt sich aber in verschiedenen Persönlichkeiten, in verschiedenen Formen. Also ich habe das kürzlich ja hier auch in einem Live erklärt, vergleichbar wie Wasser. Ne, Wasser zeigt sich, gibt es zum Beispiel in Gasform als Dampf, Wasser gibt es in flüssiger Form, Wasser gibt es in harter Form als Eis und genauso ist auch Gott, aber all diese drei Dinge sind immer noch Wasser und genauso ist es auch Gott. Gott der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, kam auf diese Erde als Jesus Christus. Also Jesus Christus war beides. Er war auf der einen Seite ganz Gott und er war auf der anderen Seite aber auch ganz Mensch. Ne? Diese beiden Sachen vereinen Jesus. Gott, der auf diese Erde gekommen ist, das ist Jesus Christus. Gott wurde Mensch und lebte mitten unter uns. Das ist das, was wir hier in diesem Text lesen. Das kannst du dir auch ein bisschen so vorstellen, wenn du Jesus anschaust, Jesus den Mensch, dann siehst du eigentlich, wie Gott ist. Deswegen ist es sehr gut, dass die Evangelien zu lesen hier in der Bibel, finde ich sehr, sehr was Wertvolles, weil wenn du da Jesus anschaust, wenn du siehst, wie er lebt, was für Werte er hatte, was er den Leuten beigebracht hat, dann weißt du auch, wie Gott tickt. Genau. Ja, jetzt geht's weiter. Er, also Jesus, jetzt wissen wir, es ist Jesus. Jesus kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Ups. Genau. Jesus kam. Entschuldigung, jetzt bin ich da irgendwo geswitcht. Genau hier. Jesus kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wow, was für eine tiefe Wahrheit hier in der Bibel zu finden ist. Das kannst du wirklich auch auf dich selbst projizieren. Jesus ist, die Menschen machen ja Gott oft Vorwürfe. Ne? Sie sagen, Gott, wo bist du? Warum hilfst du mir nicht? Warum lässt du so viel Leid auf dieser Welt zu? Und so weiter. Du kennst diese Argumente, die oft gegen Gott und gegen den Glauben ins Feld gezogen werden. Aber weißt du, Gott, dem ist die Welt nicht einfach egal. Wir Menschen, wir sind Gott nicht einfach egal, sondern Gott selbst hat die Initiative ergriffen. Er hat gesehen, wir Menschen sind in der Finsternis. Wir Menschen sind verloren. Wir kämpfen mit all den vielen verschiedenen Sachen in unserem Leben, mit kaputten Beziehungen, mit unseren Ängsten, mit unseren Süchten, mit weiß ich was allem, mit Kriegen und mit Hass und mit Unrecht und mit Hunger und mit allem. Aber wir Menschen, wir waren Gott nicht egal. Und er hat uns nicht einfach unserem Schicksal überlassen, sondern Gott selbst kam in diese Welt, um uns Menschen Licht zu bringen. Aber dann lesen wir es hier, die Menschen wiesen ihn ab. Und das ist heute noch genau dasselbe, was man eigentlich beobachten kann. Die Menschen sehr oft, wenn es um Gott, um Glaube, um Religion, um Jesus insbesondere geht, dann werden die richtig aggressiv teilweise oder völlig gleichgültig oder rümpfen die Nase, sagen, ich brauche diesen Gott nicht. Spannenderweise, immer dann, wenn Menschen in eine Krise kommen, dann wird ihr Herz weich Gott gegenüber. Dann fangen sie an zu suchen nach dem Übernatürlichen, wenn sie irgendwie mit ihrer eigenen Kraft nicht mehr weiterkommen, wenn die Schulmedizin nicht mehr weiterhilft, wenn ja, der eigene Power nicht mehr hilft, dann fangen die Menschen an, nach dem Übernatürlichen zu suchen, nach Wunder zu fragen. Fragen sie sich, gibt es Hilfe da draußen? Ne? Und genau, und das zeigt, aber sonst, wenn es den Menschen gut geht, dann weisen sie Gott ab. Warum? Weil sie stolz sind und weil sie denken, ich brauche keinen Gott, ich kriege das ja selbst hin. Aber das ist einfach eine Wahrheit. Die allermeisten Menschen kommen irgendwann in ihrem Leben an den Punkt, wo sie einfach merken, ich kriege es selbst nicht hin. Ich brauche Hilfe
und ich will nicht mehr alleine durch diese Welt gehen. Und dann ist die Frage, hast du dann ein weiches Herz? Gehst du daran kaputt oder öffnest du dein Herz Gott gegenüber? Ja, dann steht hier, wie gesagt, die Menschen, die wiesen ihn ab, aber diejenigen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wow, das ist eine tiefe Wahrheit. Diejenigen, die Jesus Christus, also Gott, der Mensch wurde, diejenigen, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Weißt du, das ist ein großer Irrtum, ein großer Mythos, der sich so in unserer Gesellschaft verbreitet hat, dass wir Menschen etwas leisten müssen, um Gott zu gefallen. Also, dass wir zum Beispiel besonders heilig leben müssen. Wir müssen irgendwie einen bestimmten Grad an Heiligkeit erreichen, dann kommen wir in den Himmel. Das wäre jetzt vielleicht eher das Konzept der Muslime, ne? Also bei den Muslimen ist es ja so, da hast du eine Waage. Gott hat wie so eine Waage in der Hand. Du hast die guten Taten, du hast die schlechten Taten und das hält sich dann so in der Waage. Und wenn die guten Taten überwiegen, dann immer noch nicht sicher, inshallah, dann kommst du ins Paradies. Wenn die schlechten Taten überwiegen, natürlich, dann schaffst du das nicht. Oder vielleicht auch im Buddhismus ist das ja ein bisschen so, ne? Du musst ja immer besser werden. Das wiederholt sich ja mit jedem Leben, dass du irgendwann mal ins Nirvana kommst. Genau, und dann karmalos wirst. Ja, aber ich persönlich glaube, das ist wirklich ein Irrtum, dass wir Menschen etwas leisten müssen, um in den Himmel zu kommen. Ich glaube, wir Menschen, wir können gar nicht genug heilig sein, um in den Himmel zu kommen. Wir Menschen, wir haben das alle verbockt. Wir sind alle verseucht mit einem Virus, der nennt sich Sünde, der nennt sich Schuld. Wir Menschen, selbst wenn wir es wollen, selbst wenn wir wollen, so zu leben, wie es Gott gefällt, das kriegen wir einfach nicht hin. Wir sind krank an der Sünde. Und das Evangelium, der Kern der Bibel, des Christentums, ist es eigentlich, Gott kam auf diese Welt, um für uns am Kreuz zu sterben, um für uns unsere Schuld zu bezahlen, unsere Sünde zu bezahlen, damit jeder, der das für sich in Anspruch nimmt, dieses Geschenk für sich in Anspruch nimmt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ist doch ein spannender Text hier in der Bibel. Die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Weißt du, ein Kind, entweder bist du ein Kind von Gott, oder du bist ein Kind des Teufels. Das hört sich jetzt sehr krass an. Ich habe vorher darüber geredet, dass Johannes der Täufer so ein bisschen eckiger Typ war. Ich sage das jetzt auch ganz bewusst so eckig. Du kannst nur entweder ein Kind Gottes sein oder ein Kind des Teufels. Entweder bist du gerettet oder du bist verloren. Also natürlich vorausgesetzt, es gibt einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn du das überhaupt nicht glaubst, dann würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, nee, es gibt noch eine dritte Option, nämlich, dass es keinen Gott gibt. Ja, die Option stimmt. Die müsste man auch berücksichtigen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt einen Gott. Und entweder bist du verloren, du bist kein Kind Gottes, oder du bist ein Kind Gottes. Wie wirst du ein Kind Gottes? Wie schaffst du es, zu dieser Familie von Gott zu gehören? Wie schaffst du es, dass wenn du eines Tages stirbst, dass du dann in den Himmel kommst? Und dass du eines Tages stirbst, weißt du, das ist 100% sicher. Wir haben früher immer gesagt, sterben muss man sowieso, schneller geht's mit Marlboro. Ja. Und das ist eine Tatsache, du könntest jeden Moment sterben. Das siehst du auch immer wieder, wenn du in den Nachrichten, wenn du Tagesschau siehst oder News-Nachrichten liest. Jeden Tag sterben ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt. Und ich würde sagen, alle diese Menschen, die sterben, auch die heute im heutigen Tag sterben, die erwarten das nicht. Außer vielleicht eben, die sind todkrank und warten auf ihren Tod. Aber in den allermeisten Fällen macht es so, der Tod kommt, sehr oft unerwartet. Und dann stehst du vor Gott. Und dann ist die Frage, bist du ein Kind Gottes oder bist du kein Kind Gottes? Und was hier in der Bibel steht, und hör jetzt ganz genau zu, in der Bibel steht, wenn du Jesus Christus aufnimmst, dann gibt er dir das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Das ist nicht etwas, das du dir erarbeiten kannst. Das hat nichts mit deiner Heiligkeit zu tun. Das ist pure Gnade Gottes. Das hat nur mit Gnade zu tun. Das ist ein Geschenk, das Gott dir macht. Gott schenkt dir das. Weißt du, Wenn jetzt ist ja dann schon bald wieder Weihnachten. Oh Mensch. Ja genau, es geht schon wieder dem Ende entgegen. Sommer ist vorbei. Weihnachten steht schon bald wieder vor der Tür. Auf jeden Fall in den Läden ist wahrscheinlich jetzt dann bald wieder Weihnachtsdekoration. Yes.
Ja, genau. Jetzt überleg dir mal an Weihnachten. Da kriegst du ein Geschenk. Dieses Geschenk, das liegt unter dem Baum. Vielleicht dein Freund hat dir das gemacht, legte das unter den Baum. Oder deine Freundin oder deine Eltern, wer auch immer. Und jetzt dieses Geschenk, erstens mal, du musst dafür nichts bezahlen. Völlig klar, ne? Das wäre ja eine Beleidigung, wenn du deinen Eltern sagen würdest, oh cool, ist das für mich? Danke, hier, 50 Euro, macht dir niemand. Dann würden die sagen, hey, sorry, aber ich wollte dir das schenken, weil ich dich liebe. Also und bei Gott ist das genauso. Du kannst dieses Geschenk, dieses ewige Leben dir nicht verdienen. Das wäre eine Beleidigung für Gott. Er möchte es dir schenken. Er möchte dich zu einem Kind Gottes machen, weil er dich liebt, weil er dich geschaffen hat, weil er dich schon gesehen hat, als du noch im Bauch deiner Mutter drin warst, weil er jedes Haar auf deinem Kopf gezählt hat, weil er dich mit Namen kennt. Er liebt dich von ganzem Herzen und er möchte, dass du zu ihm gehörst, dass du zu seiner Familie gehörst. So, du kannst für dieses Geschenk nichts tun. Jetzt ist es aber auch bei einem Geschenk doch so, wenn das unter dem Weihnachtsbaum liegt, dann hast du das noch nicht. Erst wenn du es nimmst, für dich nimmst und wenn du es auspackst, dann hast du es. Und genauso ist es auch mit dem ewigen Leben. Und genauso ist es auch damit, ein Kind Gottes zu sein. Diejenigen, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben, die bekommen dieses ewige Leben geschenkt. Die bekommen dieses Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, nimm dieses Geschenk für dich in Anspruch. Das ist etwas, das hat nichts mit Rationalität zu tun. Das hat nichts mit Logik zu tun. Das hat auch nichts mit Gewalt oder irgendwie was zu tun. Man kann niemandem diesen Glauben hier, von dem hier der Johannes redet, man kann das niemandem einreden. Man kann das auch, Mensch, ich switche hier immer weg, man kann das auch niemanden eintrichtern, man kann auch niemanden zwingen dazu, das zu glauben, sondern das ist etwas, das entsteht im Herzen. Glaube ist auch ein Geschenk von Gott. Es ist ein Same, der in dein Herz fällt. Vielleicht hast du irgendwo was gelesen, du liest in der Bibel, du schaust dir so ein Video an, wie jetzt gerade, und dann fängt dieser Same an zu wachsen und er fängt an aufzugehen. Ja, und das ist, wie gesagt, etwas, das kann man niemandem eintrichten. Aber wenn du das glaubst, wenn heute Glaube in deinem Herzen entstanden ist, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass du dieses Geschenk für dich in Anspruch nimmst. Dass du es nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen lässt, sondern nimm es, pack es aus. Lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Kehre um, so wie das der Johannes gesagt hat, von deinem Weg, den du ohne Gott gegangen bist, und fange an, mit Gott zu leben. Fang an, ihm nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Ich habe eine Webseite, gabrielhessler.com, und wenn du da Schrägstrich machst und Jesus hinschreibst, also gabrielhessler.com/Jesus, da habe ich dir einfach einige Tipps aufgelistet. Wenn du jetzt gleich sagst, es ist Glaube in meinem Herzen entstanden, ich möchte ein Kind Gottes werden, dann geh mal da auf diese Webseite, schalt das TikTok aus, reicht schon, was du bis hierher gesehen hast, und schau mal auf meiner Webseite vorbei und lade diesen Jesus in dein Leben ein. Gut, wir lesen noch weiter. Vers 13 steht, genau, also nochmals Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Auch nicht durch menschliche Zeugung oder Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen Gott allein. Das ist das, was ich jetzt gerade vorhin erzählt habe. Also du wirst nicht irgendwie, du kannst nicht ein Kind Gottes werden, weil du irgendwie zu einer bestimmten Rasse oder zu einem bestimmten Volk oder irgendwie sowas gehörst. Also die Bibel ist ja sowas von antirassistisch und nächstenliebend. Genau, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es gibt keine besseren Menschen auf dieser Erde. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Alle wurden wir von Gott geschaffen. Alle gleich. Niemand ist was Besseres. Genau. Und wir können nicht Kinder Gottes werden, weil wir zum Beispiel zum auserwählten Volk gehören oder weil wir irgendwie selbst was dazu bringen, irgendwie mit unserer eigenen Power. Nee, dieses neue Leben, das schenkt uns Gott. Genau. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur Gott seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gnade und Wahrheit gekommen. Wow, mega stark. Das ist jetzt das Abschlussvotum von mir. Damit komme ich auch zum Abschluss. Der Johannes
der fasst das hier nochmals zusammen, was wir jetzt miteinander gelesen haben. Wir haben ja miteinander gelesen, am Anfang war das Wort Logos, die Weisheit, die Schöpfung. Gott hat alles gemacht. Es gibt keinen Zufall, es gibt keine Evolution. Es hat sich nicht alles zufällig entwickelt oder auch nicht irgendwie aus dem Urknall heraus. Der Urknall ist Gott. Gott ist der Schöpfer. Er ist derjenige, der gesagt hat, es werde Licht, es werde Tag, es werde Nacht. Menschen sollen entstehen. Gott hat es geschaffen in seiner göttlichen Weisheit. Und er ist nicht nur derjenige, der es geschaffen hat, er ist derjenige, der das Leben erhält. Und er ist derjenige, der uns Menschen das Licht bringt. Das Wort wurde Mensch. Gott selbst wurde Mensch, er kam auf diese Erde, Jesus lebte mitten unter uns. Und dann sagt der Johannes selbst, wir haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Er sagt, ich bin Zeuge davon, ich sehe doch diesen Jesus. Na, ich habe ihn erlebt und ich habe erlebt, dass er göttlich ist, dass er herrlich ist. Und wie gesagt, lies in der Bibel, dann wirst du selbst Zeuge davon. Ja, und in ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Letzter Satz, den wir jetzt miteinander lesen. Und das finde ich auch sehr ein wichtiger Abschnitt. In Jesus ist Gottes Gnade und Gottes Wahrheit zu uns gekommen. Und das sind eigentlich zwei gegensätzliche Punkte. Die Gnade heißt ja eigentlich, Gott, es spielt keine Rolle, was du getan hast, wie du gelebt hast. Gott schenkt dir das ewige Leben aus seiner Liebe heraus, weil er dich liebt, aus Barmherzigkeit heraus. Aber trotzdem ist Jesus auch die Wahrheit. Er sagt ja von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Seine Wahrheit ist klar. Er ist nicht einfach so dieser alte Opa, der irgendwie so seine Enkel um sich versammelt hat und die machen einen Mist nach dem anderen, fahren sein Auto zu Schrott und er sagt, ja, nicht so schlimm. Nee, er ist auch ein verzehrendes Feuer, unser Jesus. Und er wird einmal die ganze Welt richten, so sagt es uns die Bibel, in Wahrheit wird er sie richten. Und jeder Mensch muss mal Rechenschaft vor ihm ablegen, er wird der Weltrichter sein. Die Frage ist einfach, auf welcher Seite stehst du dann? Bist du ein Kind Gottes oder bist du kein Kind Gottes? Das ist das, was wir jetzt miteinander gelesen haben. Hey, hat mir Spaß gemacht, aber jetzt glaube ich, schaue ich mal noch an, was ihr alles kommentiert habt. Und vielleicht gebe ich da noch auf etwas eine Antwort. Ich habe da leider keine Zeit dafür gehabt, während ich da am Reden war. Genau. Aber ich muss mal schnell schauen, ob es überhaupt Sinn macht. Es waren so viele Kommentare, glaube ich. Ja, es ist mir ein bisschen too much. Jetzt vor allem, das müsste man ja ständig beantworten. Mache ich dann vielleicht ein anderes Mal, wo ich nur Kommentare anschaue. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked unbedingt diesen Kanal. Ihr könnt mir auch auf YouTube folgen. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich Videos hochlade. Nicht jetzt solche Live-Videos im Normalfall, sondern eher kürzere, kompaktere Videos. Ich bin auch auf Instagram, auch auf Facebook. Sogar auf Twitter habe ich jetzt noch einen Kanal eröffnet, wobei der ist noch ein bisschen stiefmütterlich besetzt. Ich wünsche euch Gottes Segen für den heutigen Tag. Hat Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal.